Und Achtung Start, das war der Start zum 146. österreichischen Galopper-Derby. Und im Kampf um die Führung setzt sich augenblicklich Whiteout in Front. Whiteout an der Außenseite mit einem knappen Vorteil im Duell mit Kalahari Soldier. Dahinter liegt innen Liebesbrief mit drei Längen Rückstand, gefolgt von Atlant. So geht es durch den Stallbogen. In Front Kalahari Soldier zusammen mit Whiteout. Innen Liebesbrief, an der Außenseite folgt Atlant an vierter Position. Kalahari Soldier mit knappem Vorteil gegenüber Winfront. Innen Liebesbrief an dritter Position. Außen verbessert sich weiter Atlant. Dann liegt an der Innenkante Whiteout nun an fünfter Position. Und so geht es beim Passieren der Gegenseite in Kürze auf den langgezogenen Schlussbogen. Kalahari Soldier, Winfront, Kopf an Kopf heraus. Besitzen einen Vorteil von 3 bis 4 Längen auf Liebesbrief. An der Außenseite flankiert von Atlant. Und dieses Quartett kommt mit einigem Vorsprung in den Schlussbogen hinein. Da hat sich Röptutz an die 5. Stelle geschoben. Moment of Glory ist 6. Pferd. Der Pulk schiebt sich besser zusammen, wenn es in Richtung Endgeraden geht. Aber noch immer besitzt Kalahari Soldier mit Windfront einen Vorteil von 2 Längen auf Liebesbrief, der eine Lücke sucht außen Atlant. So geht's nun in den Einlauf hinein. An der Außenseite sieht man Windfront mit einem Vorteil, kämpft jetzt gegen Liebesbrief. Liebesbrief übernimmt das Kommando bei der 200 Meter Marke. Liebesbrief in Front gezogen, außen noch die Schlussattacke von Moment of Glory. Aber Liebesbrief wird die Auflage 2014 des Austern Derbys gewinnen. Liebesbrief mit Frederik Tilitzki vor Moment of Glory und Winfront sowie Röptutz.